übertreib! Übertreib halt! Halleluja, war das... Was hat sie getan? Was war das denn jetzt bitte gerade für Skills? Okay. Oh Mann, freue ich mich drauf, wenn ich mit ihr weiterkomme. Mann, das macht Spaß. Ich mag dieses Spiel. Und ich freue mich drauf, wenn ich mit ihr in den Tower of Machine komme. Das ist so eine Instanz, wo man... Oh, Klingtänzer, das wird auch interessant. Wo man... immer höher kommt. Also je nachdem, wie stark man ist, man hat immer so... Das ist ein Solo-Dungeon einfach. Oh fuck, auch Level 50. Nein, 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 nein! Leck mich am Arsch! Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck! Was ist denn mit dir falsch, Mensch? Oha! Ich sag ja, die sind teilweise echt böse. Oh mein Gott. Ah, was macht der denn? Oh, so schnell kann man gar nicht reagieren. Alter! Hör auf! Hör doch auf! Warum weichst du mir denn immer aus? Ich kann nichts machen! Heftiger Dude auf jeden Fall. Alter! Diese Klasse! Fuck! Mit meinem Beschwörer sind die nie an mich rangekommen, deswegen wusste ich nicht, dass die so heftig sein können. Oha! Nein, er hat mich. Nein, 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 nein! Dein Ernst! Kann nicht dein Ernst sein! Mensch, Tab! Ich drück doch Tab! Fick die Henne, Mensch. Fick sie einfach. Lass mich doch mal in Ruhe! Was ist denn falsch mit dir, Mensch? Oha! Ich kann nichts machen! Nein! Ah, oh, das geht ja gar nicht klar, du kleiner Ficker. Oh, das reicht dann auch mal wieder im PvP. Ich hab keine Lust mehr. Ach ja. Na, PvP macht wirklich tatsächlich, alles immer doppelt moppelt. Macht tatsächlich im höheren Levelbereich unglaublich Spaß. Also, ich war ja schon fast Level 50 mit meinem anderen Charakter. Ah gut, Level 50 komplett war das auch noch nicht, aber auf jeden Fall schon in die Richtung vom Level Cap und das war so cool, oh mein Gott. Wie gesagt, mit der können wir nächstes Mal auch spielen, wenn ihr Bock habt. Aber mit ihr ist es halt viel einfacher, finde ich, als mit ihr, weil es mit ihr halt wirklich darum geht, Skills auszuführen und nicht nur die ganze Zeit die Katze alles machen zu lassen. Wir sind tatsächlich gerade in einer sehr hässlichen Umgebung für Blade & Soul. Also es gibt Umgebungen, die sind so unglaublich schön in Blade & Soul, dass man da am liebsten einfach nur stehen würde und sich alles anschauen würde. Ich weiß, dass ich toll bin, danke schön. Wir reparieren mal unsere Waffe, weil die bei mir irgendwie meistens schon bei 20% zerbricht. Und wir brauchen von dem Händler, genau, aber dafür brauchen wir Stufe 33. Das ist nicht so cool. Gut, dann müssen wir jetzt die anderen Viecher töten. Und zwar die hier. Die übel abfacken, weil sie die ganze Zeit Bomben abwerfen und dann denken, dass sie mich damit in die Luft jagen können. Und tatsächlich bin ich mal gespawnt in so einem Gebiet von solchen Spastikern. Und wurde instant getötet, weil ich nur nichts machen konnte, der Ladebildschirm noch da war und die Bombe halt trotzdem weiter hochgehen zu müssen. Ja. Und diese Bomben töten instant, deswegen sind die Viecher echt nicht nett.
Hallo. Wir können theoretisch auch noch da rein. Leck mich doch am Arsch. Ein harter Hund. Welpen in Gefahr. Alles klar. Die machen so süße Geräusche. Finde ich wahrscheinlich auch nur ich. Ja, es ist eine hohe, bla bla, ja, bla, juckt mich nicht. Hohe Schwierigkeitsgrade sind keine hohen Schwierigkeitsgrade, wirklich nicht. Ernsthaft, das kann man alles solo machen. Ohne Problem. Oh, die da beiden dürfen jetzt auf keinen Fall sterben. Hier sieht man die HP. Wir müssen die jetzt da durchbringen, ohne dass sie sterben. Und die kämpfen leider mit, deswegen ist das gar nicht so leicht. Nerv nicht. Dürfen noch nicht von den Bomben getroffen werden, weil ich sonst nämlich auch am Arsch bin, weil die dann instant sterben. Schön, oder? Ist gar nicht so einfach. Aber es ist machbar. Ach ja. Und ich benutze immer nur die beiden Skills momentan, weil der halt wieder heilt. Ich bin da auf Heilung gegangen. Damit brauche ich keinen Heiltrank, nichts zu nehmen. Nein, 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 geht da weg, geht da weg, geht da weg. Ah! Dankeschön. Oh yeah, jetzt kommt der kleine Boss. Jetzt haben wir die Welpen wenigstens hingebracht. Die schaffen es jetzt alleine. Und wir müssen diesen Dude hier besiegen. Und der ist nicht so einfach, aber auch nicht so schwer. Aber es kommen auch noch, glaube ich, Helfer. Diese kleinen Bombentypen. Das wird da ein bisschen nervig. Ja, da kommen wir schon. Aber wie gesagt, mit Einfrieren funktioniert alles eigentlich recht leicht. Ich muss nur auch auf die Bomben aufpassen. Nein, 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 ich bin in eine Bombe gelaufen. Oh Mann. Und genau das meine ich. Es ist so nervig mit den Bomben. Egal, unsere Waffe ist geschliffen. Wir können es gleich einfach nochmal versuchen. Geil. Komm doch noch näher. 9 Meter, 10 Meter, 11 Meter. Okay, er geht wieder in die andere Richtung. Vielleicht schaffen wir es. Können wir das eigentlich währenddessen machen? Habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bleib da stehen. Hund, du bist ein braver Hund. Ja, dankeschön. Ja, gut. Ah!
Okay, das müssen wir hinkriegen, dann wird's aufpassen. Ich sterbe. Oh Mann, ich bin nicht schon. Leute, ich bin so dumm für dieses Spiel. Oh Mann. Und ich sag noch, es ist ja einfach, es ist nicht so schwierig. Oh, merkt man. Ach Mensch. Oh Mensch. Egal, schaffe ich schon. Eine Freundschaftsanfrage, wie schön. Von O, wer hätte es gedacht? Einem Sell Gold Account. Wow. Richtig interessant. Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Ah, nicht da reinrennen. Puh. Oh fuck. Komm schon. Heilung. Versucht es später noch einmal. Fuck, ich sterbe. Fuck. Na komm schon, danke, ja! Oh mein Gott. Ich sterbe noch nicht ganz.
Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Puh! Boah, gar nicht so schwer! ja, naja, ich hab's geschafft, das ist die Hauptsache, ne? Schön. Oh Mann. Boah. Ich glaube, die Ladebildschirme werde ich nicht rausschneiden, die sind ja noch erträglich. Ich meine, wer keine 5 Sekunden warten können auf den Ladebildschirm, da tut es mir dann auch leid. Ach ja. Oh, haben wir doch erfolgreich hinbekommen. Ja, die sind nicht besser als die, die ich habe. Ups, das wollte ich gar nicht machen. Kuh, was ist denn Kuh? Tja. Was ist denn Kuh? Kuh ist... Bewegt sich 7 Meter nach hinten. Oh, oh, das habe ich. Toll. E und Q. LOL. Okay, ich muss mir unbedingt angewöhnen, damit zu kämpfen. Das ist ja übel chillig, dass ich die habe. Siehst du, so lernt man was dazu. Ist auch gerade gar nicht bescheuert oder so. Nein. Alter. Mischen jetzt da hoch. Oha, hört doch mal auf, mir so viel Schaden zu machen. Ich will doch nur weglaufen. Nein, nein, nicht der Hund auch noch. Oh. Diese Musik ist so schön, finde ich, von Blade und so. Irgendwann müssen wir auch wieder zurück in Yeharas Trugbild. Allerdings dauert das, glaube ich, noch ein bisschen. Die Wüste finde ich so schön. Yeharas Trugbild, oh mein Gott. So schön. Achso, jetzt müssen wir das machen, genau. Ja, das dauert ja nicht so lang. Ach, den müssen wir gar nicht machen. Auch schön. Egal, ein bisschen HP dazu geholt. Müssen die da unten machen. Und das Mineralwasser, wie schön. Und die sind scheiße, weil die nämlich... Okay, jetzt nicht mehr, weil ich ihn eingefroren habe. Aber wenn die auf dich zukommen, dann schmeißen die dich... Dann schmeißen die dich um. Ihr braucht weitere Berechtigungen. Wieso brauche ich weitere Berechtigungen? Habe ich keine Teile mehr, oder wie? Oh, ich habe ernsthaft keine Krüge mehr. Mann! Man kriegt nämlich so Krüge, wie hier zum Beispiel die Spitzhacken auch. Mit denen kann man dann Mineralwasser und Silikat einsammeln, aus dem man dann was herstellen kann. Weil man ja, wie hier schon gezeigt, verschiedene Herstellungsmöglichkeiten und so weiter hat. Mit dem ich mich aber so gut wie gar nicht auseinandergesetzt habe.